Einen wunderschönen guten Abend, Schaffhausen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zum Wahl- und Abstimmungsstudio im Schaffhauser Fernsehen. Ja, es ist ein arbeitsreicher Tag gewesen, nicht nur für Sie an der Urne, sondern auch für uns hier im Studio. Mittlerweile sind auch die letzten Ergebnisse eingetroffen und das sind die von der Grossstadtratswahlen von der Stadt Schaffhausen. Und wir schauen gerade mal rein. Und da interessiert uns zuerst, wie es mit dem prozentualen Anteil, mit dem Wähleranteil aussieht. Die SVP noch immer stärkste Kraft mit 25,1%, knapp gefolgt von der SP mit 21,3%, GLP die grosse Gewinnerin am heutigen Tag mit aus dem Stand 9,5%. Was bedeutet das jetzt in Sachen Veränderung gegenüber 2012? Da sehen wir einiges. Die SVP die gewinnt Wählerstimmen dazu, plus 2,5%. Die ÖBS verliert 5,5%, die grosse Verliererin am heutigen Tag. Das meiste davon, das ist zu der GLP gegangen, wo eben, wie schon gesagt, aus dem Stand 9,5% holt. Das bedeutet für Sitzgewinn und Sitzverlust im Vergleich zu 2012 folgendes. Die SVP die gewinnt einen Sitz, die SP, obwohl sie Wählerstimmen eingebüßt hat, gewinnt ebenfalls einen Sitz. Die FDP verliert einen, die ÖBS 2, CVP und Jungfrei sind verlieren ebenfalls einen Sitz und aus dem Stand GLP mit 3 Sitz. Und das bedeutet folgendes für die Sitzverteilung für die kommenden 4 Jahre. Die SVP die ist weiterhin stärkste Kraft mit 9 Sitz, 8 Sitz für die SP, 5 Sitz für die FDP und 4 Sitz für die AL. Die GLP die kommt, wie schon gesagt, auf 3 Sitz. CVP, EDU, Jungfreisinn, EVP und JUSO haben jeweils 1 Sitz und ÖBS mit 2 Sitz. Soweit also das Ergebnis von der heutigen Wahlen in Sachen Grossstadtrat in der Stadt Schaffhausen. Der Beat Rechsteiner war unterwegs und hat die ersten Stimmen von den Gewinner und den Verlierer vom heutigen Tag für Sie eingefangen. Bitte schön. Herr Schlatter, Präsident der städtischen FDP. Ihre Fraktion verliert 2 Sitze. Was ist Ihre erste Reaktion? Ja, ist sehr schade. Wir haben das vor allem bei den Jungfreisinnigen ein bisschen befürchtet. Bei der FDP bin ich fest davon ausgegangen, dass wir unsere Sitze werden halten. Ist jetzt nicht so gekommen. Ich habe im Vorfeld befürchtet, nach den ganzen Wahlen, die das Jahr stattgefunden haben, dass eventuell Pol werden zulegen. Ich habe gehofft, dass das nicht stattfindet, aber es ist jetzt tatsächlich so. Ist sehr schade. Eben, Sie haben den Trend, der eigentlich schon die ganze Zeit Schaffhausen zu spüren war, auch ein bisschen entgegen dem nationalen Trend, dass die FDP hier schwächer abschneidet. Den haben Sie nicht können stoppen. Warum nicht? Ist schwierig zu sagen, kann ich Ihnen nicht wirklich definieren. Wir haben eine super Liste gehabt mit hervorragenden Kandidaten, wo ich wirklich stolz bin darauf. Das hat offensichtlich nicht gelangt. Ich denke, wir müssen uns sehr bemühen, in den nächsten 4 Jahren akzentuierter auf unsere Anliegen hinzuweisen. Ich denke, das ist vielleicht ein bisschen das, was ein bisschen gefehlt hat in der letzten Zeit. Und da müssen wir uns verbessern. SVP, stärkste Partei in der Stadt Schaffhausen, plus einen Sitz gemacht, einen Sitzgewinn dazu. Ich nehme an, Sie sind sehr zufrieden. Natürlich sind wir zufrieden, das heisst, wir haben das Ziel erreicht und das war eigentlich der Wunsch, dass wir einfach einen Sitz dazu gewinnen, oder? Was halt leider ist, dass wir auf der bürgerlichen Seite halt netto einen Sitz verloren haben, weil die FDP hat einen verloren und die Jungfreisinnen hat einen verloren und da gibt natürlich einen Rutsch mit der Links, sage ich jetzt, oder? Weil ja sowieso an die Regierung heute in dieselbe Richtung geht, ist das natürlich nicht unbedingt der Tag zum Jubeln heute. Oder? Die Polen haben beide zugelegt. Wie erklären Sie sich das, dass die SP und die SVP vor allem gewinnen in der Stadt? Also, warum wir es zugelegt haben, das weiss ich auch nicht. Ich meine, es ist natürlich einfach, Stadt Schaffhausen ist natürlich die bürgerliche Seite, ist natürlich immer schwer, oder? Und wenn man nicht irgendwie gerade ein Thema hat, das irgendwie brandaktuell ist und den Wähler auch natürlich beschäftigt, dann passiert natürlich eben genau das, oder? Herr Tanner, GSP, Günden sitzt dazu. Ich nehme an, Sie sind sehr zufrieden. Mittelzufrieden. Ich habe natürlich irgendwie ein bisschen noch auf mehr spekuliert, wie alle anderen auch. Prozentual haben wir erstaunlicherweise sogar ein bisschen verloren. Haben aber doch wieder quasi Platz können gut machen. Die Stadt Schaffhausen ist in den letzten paar Jahren Sachabstimmungen. Man hat heute Atomausstieg angenommen mit 1000 Stimmen Differenz. Man hat mit 4000 Stimmen die zweite Gotthard-Röhre damals abgelehnt. Also alles völlig sinnlos, was es nicht gebracht hat im Bund. Aber ich glaube, Städterinnen und Städter sind ein bisschen tendenziell ein bisschen linker. Geworden. Man hat quasi die Ränder ein bisschen gestärkt, die SVP leider ja auch. Viel verschoben hat sich nicht, aber es freut uns natürlich, dass wir quasi ein bisschen belohnt worden sind gegen den Verkauf vom Lindli und unseren Einsatz, den wir doch schon länger haben im grossen Stadtrat. Und ich gratuliere den neu gewählten Gespönli, die hier nachrücken.
Sie haben es gesagt, an den Rändern hat man zugelegt, in der Mitte hat man verloren. Was bedeutet das für die nächste Legislatur? Ich glaube nicht, dass sich wahnsinnig viel ändert, ehrlich gesagt. Ich darf jetzt seit 18 Jahren dabei sein, das ist schon eine recht lange Zahl. Und so wie die GLP einen Sitz gewinnt und die CVP einen verliert, ändert sich eigentlich quasi auch nichts. Der Freisinn verliert zwei Sitze mit den Jungfreisinnigen zusammen und die SVP gewinnt einen. Von dort her sind wir, glaube ich, leicht stärker geworden. Aber wenn man ganz ehrlich ist, man wird vieles besprechen, man wird viel diskutieren, es wird streiken, es wird einen Konsens geben und man wird vieles müssen wieder vor das Volk tragen und erfolgreiche Lösungen suchen, wie in den letzten 1000 Jahren auch. Herr Schmid von der GLP, 3 Sitze gemacht. Ich nehme an, Sie sind zufrieden. Ja, der heutige Sonntag ist ein wunderbarer Tag. Wir haben 10% Wähleranteil fast. Das ist etwas außerordentlich super. Schön, wir sind froh, dass uns die Wähler so beachten, dass sie unsere Zielsetzungen so freut haben und dass wir in dem Fall mit der ersten Wahl, wo wir alleine sind, eigentlich so gut haben können abschliessen. Das zeigt uns, dass man uns in die Verantwortung nehmen will, dass man auch unsere Zielsetzungen umsetzen will und dass man an die grünliberale Situation in Schaffhausen glaubt. Wie erklären Sie sich denn den Erfolg? Wir haben natürlich ein ganz interessantes Programm. Wir sind lebendige Schaffhausen ist uns wichtig, ein fortschrittliches Schaffhausen ist uns wichtig, aber natürlich auch ein erfolgreiches Schaffhausen. Und das sind die Sachen, die eigentlich die Leute interessieren. Wir probieren von unten auf eigentlich die Situation anzuschauen, Arbeitsplätze, soziale Situationen, Ökologie. Das sind die Themen, wo wir stark sind. Und ich glaube, da hat es auch viele Wähler, die an dem etwas holen wollen. Stefan Bruder, Vizepräsident von der ÖBS. Sie haben Ihre Sitze können halten, Ihre zwei Sitze. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Wir konnten gegenüber den Kantonsratswahlen noch einmal einen Wähleranteil zulegen in der Stadt. Unsere beiden bisherigen sind wieder gewählt. Von dem her haben wir unser Minimalwahlziel erreicht. Trotzdem, die GLP ist quasi der Sieger von denen mit dem Öko-Label. Wie erklärt Sie sich da, dass Sie da nicht ganz können wettmachen oder dass Sie nicht auf gleicher Stärke können sein wie die GLP? Ja, GLP hat natürlich Personen, die sehr bekannt sind, Personen, die ja auch in der ÖBS gross geworden sind und lange für uns politisiert haben. Und wahrscheinlich hat man einfach diese Personen und da jetzt die GLP gewählt. Und das war halt ein bisschen ein Nachteil für uns. Aber da sieht die 4 Jahre dann vielleicht wieder anders aus. Die Gewinner und die Verlierer vom heutigen Tag, also nochmal in Wort und Bild für Sie. Wir gehen jetzt weiter mit einer faustdicken Überraschung, die hat sich nämlich in Steyr am Rhein ereignet. Da hat nämlich die sehr erfahrene Einwohnerrätin Irene Gruhler-Heinzer es nicht geschafft, um in den Stadtrat gewählt zu werden. Stattdessen haben sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für den Christian Gemperle, einen parteilosen neuen Politiker, entschieden. Der hat mit 85 Stimmen den Vorsprung von der Irene Gruhler-Heinzer gewonnen. Das ist eine recht grosse Überraschung, weil die SP vor allem im Vorfeld dazu gedrängt worden ist, nachdem es eigentlich kein Kandidat und keine Kandidatin wollte aufstellen für den Steiner Stadtrat, um eben ihre Regierungsverantwortung wahrzunehmen. Jetzt haben sie eben die Frau Gruhler-Heinzer aufgestellt und die ist nicht gewählt worden. Aber nicht nur da sind Entscheidungen angestanden in Steyr am Rhein, auch der Einwohnerrat ist neu bestückt worden. Wir schauen auf das Ergebnis. Das also die neue Sitzverteilung im Einwohnerrat in Steyr am Rhein. SVP gönnt einen Sitz dazu. Die SP und FDP verlieren jeweils einen. Neu haben wir 3 Parteilose und von den anderen Listen, nämlich von der Freien Liste und von Pro Steyr, sind ebenfalls 2 Einwohnerräte mittlerweile dabei. Wir springen nach Dainge und da sehen wir vor allem, dass die SP einen Sitz verloren hat. Sie haben nur noch 3 Sitze. Dafür ist die EDU jetzt neu im Einwohnerrat mit 1 Sitz vertreten. Die SVP noch immer stärkste Kraft mit 6 Sitzen. Wir schauen auch nach Beringen. Da hat es keine Veränderungen, was Parteistärken angeht. Die SVP weiterhin stärkste Kraft mit 4 Sitzen. 3 Sitze für FDP und SP. Die EVP mit 1 Sitz und die GLP aus dem Stand mit 2. Zu guter Letzt, zumindest was die Einwohnerräte angeht, schauen wir nur nach Neuhausen. Die SVP gewinnt einen Sitz, hat mittlerweile 6. Die FDP verliert einen, ist auf 3. Bei der SP ist gleich geblieben, die haben auch immer noch 6 Sitze. CVP und ÖBS verlieren jeweils einen Sitz, und zwar zugunsten von der AL und der EDU, wobei die neu in den Einwohnerrat einziehen. Die einzige eidgenössische Initiative an dem Tag, über die abgestimmt worden ist, ist die über den Atomausstieg. Da hat es ein knappes Votum gegeben. 54,2% der Schweizerinnen und Schweizer sagen Nein zu einem verfrühten Ausstieg aus der Atomkraft. Auch in Schaffhausen ganz ein ähnliches Ergebnis. 53,1% der Schaffhauserinnen und Schaffhauser sagen Nein.
Zum Schluss schauen wir noch auf die Sachabstimmungen vom heutigen Tag im Kanton Schaffhausen. Da ist in der Gemeinde Neuhausen abgestimmt worden, was dann mit dem Kirchacker-Schulhaus passieren soll in Zukunft. Es kann jetzt erweitert werden und das ist sehr, sehr deutlich angenommen worden mit 72,8% Ja-Anteil. Und das letzte Ergebnis vom heutigen Tag, Lehrpläne fürs Volk, ebenfalls ein sehr deutliches Votum von der Schaffhauser Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. 68,5% sagen da Nein. Ja, und das Votum ist in der Deutlichkeit vor allem sehr überraschend gewesen, vor allem, weil man das Gefühl hat, es hat gewisse Sympathien für die Initiative um. Ich werde mich jetzt im Studio unterhalten dürfen mit einem von den Initianten von Lehrplänen fürs Volk und das ist der Mariano Fioretti. Wir werden versuchen zu analysieren, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist. Ja, und ich darf jetzt hier bei mir im Studio einen von den Initiatoren von dieser Initiative Lehrpläne fürs Volk begrüßen. Das ist der Mariano Fioretti. Er ist Kantonsrat und für mich eigentlich fast wichtiger Stadtschulrat in der Stadt Schaffhausen, hat also den Kontakt zu der Lehrerschaft. Ganz herzlich willkommen am heutigen Sonntag. Danke vielmals für die Einladung. Herr Fioretti, das Votum war überraschend deutlich gewesen, wenn man so ein bisschen umgelost hat, auch in die Leserbriefspalte eingeschaut hat, dann ist ja durchaus Sympathie eigentlich vorhanden gewesen für Ihre Initiative. Das extrem deutliche Ergebnis, wie erklären Sie sich das? Ja, also es ist klar, wir haben gegen die ganze Politlandschaft müssen ankämpfen. Das ist nicht einfach, oder? Der Gegner, ein Kompliment, ihnen ist gelungen, mit ganz einer einfachen Botschaft. Die Bevölkerung kann nicht 480 Seiten lesen für eine Abstimmung. Das ist ihr sehr gut gelungen, um der Bevölkerung den Wind und den Mut zu den Segeln auszunehmen und zu sagen, hey, das könnt ihr nicht, das können nur Fachspezialisten. Und das ist uns nicht gelungen, um zu sagen, da geht es um etwas ganz anderes. Mitsprache, ihr habt schon vielmal über wichtige Sachen abgestimmt. Das könnt ihr. Budgetdebatten, Verträge, Bilaterale und so weiter. Also die Bevölkerung wäre so in der Lage gewesen. Mhm. Aber uns ist es nicht gelungen, die Botschaft zu transportieren. Mhm. Und, aber Deutlichkeit überrascht schon. Also die SVP ist in letzter Zeit vor allem ist immer als Partei eigentlich bekannter geworden, die über den Wähleranteil selber raus auch mobilisieren kann. Das ist das mal nicht gelungen. 31% plus minus sind es etwa gewesen. Hat es auch etwas mit einem zurückhaltenden Abstimmungskampf zu tun? Also, Sie sind ja nicht so extrem in der Öffentlichkeit bei Suschamix. Ja, es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Also muss man ganz klar sehen, wir haben nicht grosse Sponsoren. Es ist wirklich aus eigenen Initiativen von wenig Kleinen gekommen, die das haben müssen tragen und die Abstimmung tragen. Das ist also nicht einfach so locker zu bewerkstelligen. Und eben, wenn Sie wirklich gegen die ganze Politklasse müssen antreten, wird sehr schwierig. Wir haben es aber auch schon anders hergebracht. Also Energiestrategie, Zwangsfusionen, 2000 Wachgesellschaft. Da haben wir weit, weit über unser Wählerpotenzial können die Leute abholen. Dort ist es uns einfach auch gelungen, mit einem Bild zu transportieren, um was es genau geht. Und da haben wir damals nicht ganz so gut können operieren. Es ist uns einfach nicht ganz gut gelungen, die Botschaft können überzubringen. Und das kann ausschlaggebend sein, weil die Lehrer sind größtenteils, ich würde sagen, über 50% sind sehr wohl gutwollend oder wohlwollend gegenüber dieser Initiative eingestellt gewesen. Genau, das wäre die nächste Frage. Sie sind Stadtschulrat, Sie sind da eigentlich nonstop mit der Lehrerschaft im Kontakt. Sie reden ganz sicher auch mit diesen Lehrern. Ist das wirklich so eine gute Stimmung gewesen im Voraus? Wieso haben sich die Lehrer da nicht mehr engagiert? Vielleicht hätten die ja können ein Zünglein an der Waage spielen. Es ist natürlich immer das Problem. Wir haben es aus vergangenen Abstimmungen schon gekannt. Also man hat in einem Lehrer auch schon gesagt, du lehnst dich sehr weit zum Fenster raus. Gefällt es dir noch an unseren Schulen? Wortwörtlich, der Wortlaut. Und es gibt auch viele Leute, die mir im 1-zu-1-Gespräch gesagt haben, hey, wir haben Sympathie, wir stimmen auch zu, aber wir können uns nicht exponieren. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sieht, dass die Leute fast ein bisschen eingeschüchtert sind, die einfach nicht wollen, im Fokus kommen, dass dann möglicherweise einmal Konsequenzen haben können fürs. Und das finde ich sehr schade, weil die Fachleute, die 1000 Lehrerinnen und Lehrer, die meinen, wenn die sich hätten können zu Wort melden, dann wäre es ganz anders rausgekommen. Und das ist einfach ein bisschen schade. Gut, gehen wir jetzt noch ein bisschen auf den eigentlichen Inhalt von der Initiative ein. Im Erziehungsrat hätte das alleinige Entscheidungsrecht quasi über Lehrpläne entzogen werden sollen, sodass der Kantonsrat und das Stimmvolk ebenfalls mitreden könnte. Jetzt ist genau der Verwaltungsrat in sehr negativen Schlagzeilen gewesen, seit dieser Verwaltungsbeschwerde von Claudio Custer unter anderem. Eigentlich hätte er Ihnen wie nochmal einen Schub geben sollen. Jetzt ist eigentlich fast das Gegenteil passiert. Hätte Ihnen da vielleicht sogar geschadet, der Angriff auf den Erziehungsrat? Ja, das kann man glaube ich nicht so. Ich glaube, da wäre man ein schlechter Verlierer, wenn man jetzt sagen, das ist Schuld, das ist etwas ganz anderes. Also dort ist es ein bisschen um Transparenz gegangen, um Zusammensetzung. Jeder Einzelne weiss, wenn Sie von einem Elfergremium 6 Personen haben, die auf der Lohnliste vom Kanton stehen, dass die Interessen
vom Arbeitgeber auch eher vertreten, ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Und darum, dort müssen wir vielleicht auch schauen, sollte man es nicht wie der Stadtschulrat, dass Lehrer drin sind, aber nur mit beratender Funktion und nicht mit Stimmfunktion. Da wäre sicher eine Anpassung. Auf die andere Seite nicht zu vergessen, die FDP hat dort mal im 2003 einen Vorstoss eingereicht zur Abschaffung vom Erziehungsrat. Ist ja mit 52-2 Stimmen gut geheissen worden. Und von dem her muss ich sagen, der ist schon immer in der Kritik gestanden, weil er einfach nicht, nicht neutral ist. Und ich meine, wenn der Erziehungsdirektor noch Präsident ist von einem Gremium, dann können Sie nicht mehr von neutral reden. Mhm. Aber die Verwaltungsbeschwerde, die ist eben exakt im Kantonsrat jetzt nochmal wirklich abgewiesen worden, abgeschmettert worden ja fast, sehr deutlich. Wie erklären Sie sich das? Also vor allem, wenn das natürlich so eine Reizfigur ist, der Erziehungsrat. Das ist ja klar, dass das nicht anders hätte rauskommen dürfen, weil da geht es um Macht. Und Machterhalt ist bei allen, das ist bei ihnen sehr hoch geschrieben. Mhm. Weil sonst hätte man doch, die Regierung hätte man sagen, ja, das stimmt, wir haben eine nicht kompatible Zusammensetzung, weil eben die Mehrheit auf der Verwaltungsseite ist. Das hätte ja bedeutet, dass ganze Entscheidungen rückgängig gemacht werden müssen. Natürlich nicht um Einteilungen, sondern auch den Lehrplan. Mhm. Oder und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, wo man hätte sagen, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen es zurückziehen. Also es gibt noch ganz andere Beispiele, wo der Kantonsrat und die Regierung hätte müssen sagen, da haben wir Fehler gemacht, aber man hätte es nicht wollen, dass er die Öffentlichkeit kommt. Und das hat dann ein Problem. Also Sie sagen, der fahrende Zug hätte man quasi nicht mehr versuchen, irgendwie wieder zu langsamen. Ja, da wäre natürlich ein Klatschen an den Kopf gewesen, an der ganzen Regierung und an den Erziehungsdirektor. Stellt sich vor, hat man sich eingestehen, jawohl, das Gremium ist nicht legitimiert, um etwas absegnen, oder? Also, wenn man dort eins und eins zusammenzählt, dann weiss man, dass es nicht ist. Aber die Mehrheit hat so entschieden und das können sie nicht kehren, auch im Kantonsrat nicht. Gut, wir schauen noch ganz bisschen über den Tellerrand, nicht allzu weit, nämlich in Kanton Thurgau. Dort ist eine relativ ähnliche Initiative ebenfalls Gegenstand von der Diskussion gewesen. Die ist noch deutlicher abgelehnt worden. Es ist noch ein bisschen zu früh, nehme ich an. Aber trotzdem, kann man einen Trend erkennen, mittlerweile zu einer positiven Konnotation von dem Lehrplan 21? Glaube ich nicht. Also wir haben es gesehen, bei uns ist etwa ein Drittel, wo unsere Initiative getragen hat. Ein Drittel von der Bevölkerung, so knapp, oder? Im Thurgau wird es weniger sein, aber die Initiativen haben doch noch einen gewissen Unterschied. Wir sind darum, bei uns ist es darum gegangen, mehr Mitsprache bei Lehrplänen, auch bei künftigen Lehrplänen. Und sie haben wirklich bloß mit dem Lehrplan 21 sich auseinandergesetzt. Also es ist nicht ganz das Gleiche. Unser Instrument hat Mitsprache wollen und sie haben nur können abstimmen über einen Lehrplan. Also es ist nicht das Gleiche. Bei uns wird in einem zweiten Schritt das dann kommen, oder? Aber wie gesagt, ich glaube auch kein Trend, weil die ersten Erfahrungswerte aus der Schule werden dann kommen, die werden auch in der Schweiz einflüssen, die werden öffentlich sein. Und ich kann mir dann vorstellen, dass es in anderen Kantonen doch schwieriger wird, wenn man dann sieht, dass vom Wissen weggegangen wird, die Kompetenzen, und das Kind dann einen weniger gut packten Rucksack kennt wie vorher. Gut, zum Abschluss noch, Sie sind von der Partei, wo Volkswille vielmals über alles nimmt, auch bis eben ein sehr deutliches Ergebnis wie dem, dann verlangen Sie auch jetzt Finger davon. Ist das Zukunft von der bildungspolitischen Ausrichtung von der SVP? Werden Sie da ein bisschen vorsichtiger umgehen mit bildungspolitischen Inhalten? Nein, also wir werden wieder, wenn ich überzogen bin von etwas und auch unsere Basis überzogen ist davon. Also ich meine, Initiativen entstehen ja aus einer Überzeugung heraus. Das heisst nicht, dass man uns mundtot machen kann. Nein, absolut nicht. Was den Lehrplan 21 betrifft, den werden wir so akzeptieren. Ich bin überzogen, in ein paar Jahren kann es wieder mal rumoren bei der Bevölkerung, wenn sie dann sehen, hey, meine Kinder können die Reine gar nicht mehr wie vorher. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch mal eine Diskussion geben könnte. Ja. Und ich meine, in 10, 12 Jahren kommt der nächste Lehrplan, dann sind wir wieder so weit. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir dann nicht ein anderes Gefäß haben oder noch einen Vorstoss machen für eine Zukunft in 10 oder 15 Jahren. Okay, gut, dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch. Sie müssen jetzt noch weiter, Sie haben noch was zu tun. Okay. Danke Ihnen vielmals, Herr Böhm. Danke vielmals, Baric. Das war also ein konsternierter Mariano Fioretti am heutigen Wahl- und Abstimmungssonntag. Das wäre es jetzt gewesen von unserer Seite. Alle Ergebnisse, die finden Sie auch nochmal schön und kompakt zusammengefasst auf shn.ch oder wenn Sie im Verlauf vom Tag noch weiter zuhören wollen, dann auch bei Radio Munot mit der ersten Analyse und anderen Ergebnissen, die vielleicht noch nicht da den Platz gefunden haben. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen wundervollen Abend. Geniessen Sie den Rest Sonntag und wir sehen uns am Montag wieder, hoffentlich dann zu heute im Gespräch.